Lass es roten. Das ist wirklich ein scheiß Ende, aber gut, er kommt wieder. Kinderspiel. Okay, okay. Ja, hiermit endet Duke Nukem Forever. Nach irgendwie 14 Jahren Entwicklung, 14 Jahren Hype. Ja, ist es vorbei. Wie lange hat es gedauert? Ich glaube um die 9 Stunden, 8 bis 9 Stunden. Ich würde sagen, eigentlich ist das eine ganz angenehme Länge. Also, was man heutzutage so bekommt bei Shootern, so 5 Stunden, finde ich so 8 bis 9, so fast 10 Stunden eigentlich ganz gut. Hätte ich eigentlich nicht erwartet, aber damals hat man das Spiel halt noch ein bisschen länger gemacht. Und das haben die wohl übernommen. Ja gut, zum Ende kann ich nicht viel sagen. Es hat Duke Nukem Style, nichts Spezielles. Habe jetzt auch keine Cutscene erwartet. Aber er lebt wohl noch. Also eine Fortsetzung kommt vielleicht. Wenn nicht, vielleicht in 14 Jahren wieder. Aber ja, Duke ist so eine Figur, die einfach nicht stirbt. Weil der einfach wird, ist irgendwie cool, kann man sagen. Okay, gut. Zum Spiel an sich. Würde ich eigentlich sagen, so der gute Mittelmaß. Ja, nein, das ist vielleicht fast ein bisschen zu tief, aber es ist ein gutes Spiel. Es ist ein gutes Spiel, ein unterhaltsames Spiel. Gameplay finde ich okay. Ist ein cooler Ego-Shooter, hat ein paar coole Sachen dabei. Der Humor ist toll. Das wegen dem habe ich mir in das Spiel geholt. Ich stehe auf den Humor, den das Spiel hat. Das Ganze um Duke Nukem herum und seine sexistische Art und seine Sprüche, all das ist episch. Das ist alles cool. Vom Ego-Shooter-Aspekt selbst, eigentlich okay, hat ein paar coole Waffen, Action. Die Geschütze haben mich ein bisschen genervt. Gab 3-4 Stück, gab oder mehr sogar. Wo man halt so mit Geschützen rumballern musste, finde ich, wenn nicht nötig gewesen, hätte man auf 2 Bosskämpfe oder so runtersetzen können, aber okay. Gegner sind in Ordnung, sind verschiedene dabei, zwar die Schweine nerven mich, die dich da verprügeln ohne Probleme, aber okay, das muss es auch mal geben. Grafisch habe ich jetzt eigentlich nicht so sehr darauf geachtet, aber ich würde sagen, es sieht eigentlich, man kann sagen, in Ordnung. Also man merkt im Spiel an, dass es älter ist, weil das sieht ein bisschen aus. Also wenn, meine, das hält niemals mit Killzone oder Crysis mit, aber es sieht gut aus. Also ich würde nicht irgendwie sagen, es sieht scheiße aus. Es sieht okay aus. Hat, ja, gute Physik, sieht alles ganz okay aus. Man, wie gesagt, 14 Jahre in Entwicklung, man kann nicht erwarten, dass die jetzt plötzlich irgendwie voll dabei sind, was Grafik angeht. Das Spiel wurde, glaube ich, damals vor 14 Jahren für den PC entwickelt und das sah damals auch nicht toll aus. Gut, Sound ganz okay, ich sehe jetzt gerade Voice Acting John C.J. John. Das ist der englische Sprecher, der hat das bestimmt grandios gemacht, ich weiß das. Unser deutscher Sprecher Manfred Lehmann, der Sprecher von Bruce Willis. Ich war anfangs etwas skeptisch, aber mittlerweile muss ich sagen, er hat es eigentlich ganz cool gemacht. Ich fand ihn eigentlich ziemlich gut als Duke. Hat die Sprüche gut rübergebracht. Ein paar Sprüche haben mir jetzt gefehlt, aber die gab es vermutlich auf Englisch genauso wenig. Die anderen Charaktere waren alle okay. Waren nicht jetzt irgendwie aufgefallen, aber sie waren einigermaßen glaubwürdig. Die Babes waren auch okay. Die deutsche Sprache war eigentlich okay. Ich habe gehört, einige haben sich darüber beschwert. Ich finde sie ganz in Ordnung. War ganz cool. Musik an selbst auch okay. Also jetzt das, was man in den Credits gehört hat, ist ganz cool. Sonst gibt es eigentlich eher weniger Musik. Ich würde sagen, Dukes Sprüche sind eigentlich das Highlight für die Ohren. Weil sonst Musik gibt es eigentlich kaum. Was ich jetzt sagen muss, nochmal, das wirklich Schlimmste an dem Spiel sind die Ladezeiten. Also das haben sie total verkackt. Ich
Ich sage jetzt ja nicht, man kann sterben, okay. Ich bin oft gestorben, ich gebe es zu, scheiß Schweine. Aber was mich mehr aufgeregt hat als das Sterben, sind dann die Ladezeiten. Die, wenn ich sterbe, warte ich fast eine Minute, sterbe nach 2 Sekunden wieder, muss wieder eine Minute warten. Also ich weiß nicht, wie es auf der PS3 und auf dem PC ist, aber auf der Xbox, ich habe das Spiel installiert, extra. Aber die Ladezeiten sind schrecklich. Duke's Babies, Kyle Anderson, Jenny Anderson, Lily Brooks, Sarah Bullock, Cody... Okay, gut, sie werden auch erwähnt, finde ich episch. Aber... Ja. Wo war ich jetzt eigentlich? Duke Nukem, Jennifer... Guy on Throne, aha. Voice Talent English, vielleicht werden die Deutschen erwähnt, das wäre cool. Naja, doch, da Voice Talent Spanish, dann kommen auch die Deutschen. Aber, ja, also ich sage jetzt nur, die Ladezeiten sind das Schlimmste am ganzen Spiel. Das hat mich wirklich aufgeregt. Vor allem, dass irgendwie die Kapitel, da haben irgendwie so jetzt 10 Minuten, dann kommt wieder ein Ladebildschirm. Du verregst ein Ladebildschirm. Das ein bisschen hat das genervt. Vielleicht ist es auf dem PC und auf der PS3 anders, aber auf der Xbox ist das schrecklich. Nur so mal nebenbei. Das ist die größte Kritik da. German. Die größte Kritik, die ich habe, sind die Ladezeiten. Da, Manfred Lehmann. Das ist der Duke. Kenne ich noch sonst wer? Sonja Timos. Kenne bestimmt einen. Dirk Meyer kommt bekannt vor. Klaus-Peter Damitz. Ich kenne bestimmt noch einige. Aber halt nicht vom Namen her. Naja. Ja. Ich habe eigentlich sonst nichts mehr zu sagen. Es war klar, dass das Spiel, also ich war nie drauf gehypt, ich habe nicht 14 Jahre gewartet, aber es gibt einige, die haben schon Ewigkeiten auf gewartet und für die wird es natürlich enttäuschend sein, denke ich mal, weil kein Spiel kann 14 Jahre Hype gerecht werden, das geht nicht. Meine, wie gesagt, nach 14 Jahren bekommt man 8 Stunden, 9 und da kann man auch nicht, glaube ich, zufrieden sein. Also ich weiß nicht, ich fand das Spiel jetzt im Großen und Ganzen cool. Scheiß Ladezeiten, scheiß Schweine. Es gab sogar ein paar langweilige Stellen, wie das Ganze auf der Baustelle. Das hat mich überhaupt nicht interessiert, das war total unnötig. Aber dafür später wurde es dann ziemlich cool. Aber wie gesagt, jeder Spiel hat Höhen und Tiefen. Plus dieses Spiel hier hat noch den Duke, das ist noch ein Pluspunkt. Ja. Ich kann sonst nichts mehr sagen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt soweit es ging, mitgelacht. Weil, ja, ich finde schon, mit dem Duke sollte man auch lachen können. Er ist halt ein epischer Kerl. Er hat ein paar witzige Sprüche eingereicht. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an den Babes. Wenn die schon da eingebaut wurden, ich meine, die sind da, um sie anzuschauen. Also, ja. Wenn ihr die Babes gierig angeschaut habt, dann dürft ihr das. Ist von mir auch erwünscht. Ich kann ruhig zugeben, dass die beste Stelle im Spiel dieser Traum war in diesem Strip-Lokal. Ist doch meine Meinung, fand ich am coolsten. Und sonst, außer dem Strip-Lokal, was eigentlich jetzt das Ende hier? So der Damm. Oder halt der Anfang im Casino, fand ich noch ziemlich cool. Aber gut, mehr gibt mir zu sagen. Multiplayer werde ich nicht anspielen. Interessiert mich nicht, da spiele ich lieber Call of Duty oder irgend sowas. Oder Splinter Cell. Von mir aus war's das. Ich will nur mal kurz schauen. Ich mach das später. Ich werde auch keine Erfolge machen oder so. Also, Duke Nukem, das war's. Also, es kommt irgendwie DLC. Ich habe gehört, es soll DLC unterwegs sein. Wenn DLC kommt zum Singleplayer, mache ich das natürlich, wie immer. Wenn nicht, dann. Ja. Was ist mit Duke Nukem Forever? Nicht Forever, aber fürs Erste. Und habt weiterhin Spaß mit was könnte jetzt hochladen werden sein? 4 können noch sein. Habt Spaß mit 4, ob jetzt Extraction Point oder Mission Paradise oder 4.3. Habt Spaß mit 4. Heute ist der 16.06.2011. Das Spiel erschien am 10.06. Gott, bin ich ein Nerd. Ich habe mich eigentlich ziemlich Zeit gelassen. Okay, gut. Genug geblabbert. Lass die Credits fertig laufen. Und ja. Ich will irgendwie die Zeit auszögern. Ich weiß doch auch nicht.
Nö, mir fällt nichts mehr ein. Wir sehen uns im nächsten Projekt, was immer das ist, oder halt in 4. Und ja, bis dahin, macht's gut. Ich war's, Strins, und es war Duke. Ja, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Oh, besonderer Dank. Achte auf das spezielle Geräusch. Pressekonferenz. Geht's noch weiter? What the fuck? Duke, jetzt, wo die Aliens tot sind, cool, und du die Welt wieder mal gerettet hast, was hast du als nächstes vor? Ich lass mich zum Präsidenten wählen. Hail to the King, baby. Ich würde ihn wählen. Herr Präsident Duke. Das ist extra freigeschaltet. Oh, schauen wir mal, was das ist. Extra. Was denn? Was? Mal schauen. Oh, Screenshots. 1999. What the, ja, jetzt könnt ihr sehen, wie das aussah. 2000. 2001, 2002. 2003, da kam, Ego, Power, Armor. So, das sieht episch aus. So ein bisschen finster. 2004, what the fuck? 2008. Ja, da sah noch ein bisschen komisch aus, ein bisschen kantig. 2008. Ah, okay, und das blieb dann wohl irgendwie. Videos. Oha, 1998 E3 Trailer. Naja, das schauen wir uns nicht an. Foto aus dem Triptych Büro. Lol, die haben ihr Büro fotografiert. Die haben eine Katze? Entwicklungszeitachse. Oh mein, 1996, 15 Jahre. Bla bla bla. Oh, dann kam lange Zeit nichts mehr, 3 Jahre. Und dann geht's da weiter. Erweiterte Einstellungen. Unverwundbar, unendlich Munition. Sofort hochgehen. Spiegelmodus. Oh, cool. Graustufenmodus. Körpergröße. Oh, cool. Duke 3D der Gefrierstrahl verschießt hüpfende Eisprojektile. Lol. Und Duke Soundbox. Eier aus Stahl. Ich hab Eier aus Stahl. Oh, wie episch, ich kann mal das anhören. Jetzt heißt es du oder ich, du einäugiger Freak. Nicht meine Bräute. Nicht in meiner Stadt. Das werdet ihr Alien-Hurensöhne büßen. Oh, entspann dich. Power Armor ist was für Weicheier. Du bist so abgrundtief hässlich. Wie schmeckt euch mein Schwengel? Baby, bei dir wünsche ich mir, ich hätte 3 Knarren. Die Jungs haben keine Chance. Na, wer sagt's denn? Ich reiß dir das Auge aus und piss dir ans Hirn, du Alien-Wichskopf. Ah, das hat er am Schluss gesagt. Ich lass mich zum Präsidenten wählen. Rest in pieces. Das ist mein toter Weltraum-Marine. Der Duke macht keine Gefangenen. Das tut jetzt leider ein bisschen sehr weh. Das tut sehr weh. Willkommen auf der Erde. Willkommen auf der Erde, was? Wichser. Mein Kung-Fu ist immer noch der Beste. Mein Kung-Fu-Stil ist immer noch der Beste. What the fuck? Ich bin der Duke. Und nach mir kommt lange nichts. Abendessen gibt's für dich heute in der Hölle. Falls sie in der Hölle fragen, sagt der Duke, schickt dich. Wenn es blutet. Ja. Wenn es blutet, kann ich es töten. Arschtritte. Oh ja, hier sind ein paar Arschtritte angesagt. Ich, Duke, du tot. Schluck's runter. Das Glücksschwein hat dir wohl gerade den Mittelfinger gezeigt. Du wirst keine schöne Leiche.
Zu spät für eine Lebensversicherung. Den finde ich am besten zu spät für eine Lebensversicherung. Hail to the King, Baby. Wer will noch mal? Mal sehen, wie es um deine inneren Werte bestellt ist. Dein Bauch gehört mir, Baby. Nicht, dass es dir jetzt in den Hals reinregnet. Viel Spaß beim Todsein. Hier muss mal gestrichen werden. Und zwar Hirnfarben. Quiek, kleines Schweinchen. Quiek. Stirb, du Bastard. Hinsetzen und Schnauze halten. Zeit für die Bierbrille. Zeit für eine Ladung Schmerzen. Ist ja wie Weihnachten. Ist ja schon Vatertag. Da sag ich nicht nein. So gefällt mir das. Okay, gut. Das, ja, das war's. Ich dachte, dann, no. Ja. Gut, das Ende war okay mit dem Präsidenten wählen. Aber gut, jetzt habe ich eben alles durchgegangen, hat alle Sprüche gehört, bis auf den coolen Spruch mit dem Kaugummi kauen. Leider nicht dabei, aber den gab es, glaube ich, am Anfang als Zitat. Gut, dann jetzt ganz bestimmt, macht's gut und wir sehen uns endgültig im nächsten Projekt. Was das ist, keine Ahnung, wie gesagt. Und ja. Mach's gut. Ciao, ciao.